Ach, hier. Officer. Servus. Ja, schön, ja. Anzug hast du. Ja, das ist noch BO, oder? Da steht noch BOS vor deinem Namen. Ja. Ich hab eben. Du bist noch in der Permagang. Du sollst in der Permagang rausgehen. Was ist denn BOS? Das ist von meinen Kumpels halt, von der Permagang. Da sollst du mal eben rausgehen. Unsere Sirene ist gar nicht. Alter, ja, da fährt euch fast einer platt. Ist so. Ja, jetzt ist weg. Wieso ist unsere Sirene nicht an? Oder ist sie an? Ich sehe es nicht. Ist doch an. Achso, dann sehe ich es nicht. Gut. Die Leute alle bei uns geiern, weil wir so geil aussehen. Und so geil sind. Nicht vergessen. Komm, wir gehen mal zu Officer Negi rüber. Auf der Straßenseite, Officer Negi. Sagen einfach mal, ob wir Hilfe brauchen. Hallo, Kollege. So, schönen guten Tag, Herr Niki. Mach unser Lied an, Sturmmaske. Mach unser Lied an. Mach unser Lied an, Sturmmaske. Mach unser Lied an. Interpol, Mensch. Interpol verkackt's wieder. Oh, jetzt rennt er weg. Es leckt. Es leckt, es leckt. Oh, wie Hulle. Oh Gott, oh Gott. Ja, das bringt leider nichts. Thomas, ja, das bringt nichts. Thomas, was ist? Er hört uns nicht, er hört uns einfach nicht. Boah, Alter. Ist schon wieder viel zu viel los. Ich geh von den Autos weg, ich hab echt Angst gerade. Ich geh jetzt zu unserem Auto wieder. Ja. Ich halte mich am besten an gar kein Auto. Jo. Bitte noch Musik ab? Ach, nee, okay. Und jetzt schon voll, Kitty. Geh mal zum Chef. Leute, da hinten stehen welche auf dem Kopfstreifen. Um Kopfstreifenwagen. Zu welchem Chef? Ja, der Elron. Elron. Wo ist denn der? Hier hinten. Wo, kommt zu mir. Elron war vorhin zumindest hier. Ja, hier am Streifenwagen steht er. Wir sagen, wir treten zum Dienst an. Ja, melden uns zum Dienst, sag, melden uns zum Dienst. Detective Sink muss es aber sagen. Ja. Gib mir salutieren, Mann. Ja, salutieren. Wie geht das? Wie geht das? Hashtag. Was? Hashtag. Achso. Da. Gedrückt halten. Auch Raute genannt. Ja, Hashtag. Für die etwas älteren hier unter uns. Damit das so sieht. Er verstand aber nicht, das App explizit waschen. Der weiß auch nicht, was er davon halten soll. Die Waffe ist cool, was ist denn das? MK18. Plus eine MK18. Was der die hier abgibt? Los ist, Alter. Boah, hier sind viel zu viele Leute, ich gehe. Ja. Dick, ein großer Mensch mal. Aber Elron hat einfach so eine geile Barrette. Ich glaube, Elron findet das nicht so lustig, dass wir alle Kopfkleidung haben. Ich gehe mal die Röschen. Das findet der ganzen gar nicht lustig. Ja. Kein Lippert wieder. Oh nein, der Tanklaster fährt. Nee, Alter, wenn der in die Luft geht, dann warte ich. Ich warte nur, bis ein Wagen in die Luft geht. Stell mal vor der SUV von den Bullen. Die stehen alle perfekt in einer Reihe. Boah, eine Kettenreaktion. Da hinten kommt einer angedüst. Ich bin der kranke Bart mit meinem langen Bart. Ich bin Hildegard. Wer ist denn hier noch im Wagen? Ehren! Der hat auch eine MK18, ja. Hier, meine Bart, ich war ganz der Bart. Ich bin in meinem Hildegard. Ich brauche noch einen Beat, von vorne wie von hinten. Ganz schön hart. Ich bin ganz der Bart. Boah, ja, ihr leckt's heftigst. Wieso ist der kein Wildhüter mehr? Der bestimmt rausgeflogen. Weil er den Zigeuner bezeichnet hat im Zeichen. Ja, da ist die Köder mit solchen. Die Strike, Leute. Was ist das? Was war der Grand Bahn bei dem bösen Wildhüter? Ich wünschte, der hat nicht, weil er die Strike-Leute als Zigeuner bezeichnet hat. Ja.
verhaftet haben, würde ich sagen, bitte kommst du zusammen. Ich hab gerade mal geschrieben, ob er beim Wildhüter dann auch rausgeflogen ist. Okay, ich glaube, die Organisation ist gerade überfordert. Alter, wenn hier ein Auto explodiert, dann ist alles tot. Der Bullen-SUV muss in die Luft gehen, der Bullen-SUV. Nein, der Tanklaster muss in die Luft gehen. Aber da muss auf die andere Seite stehen. Aber ich frag, da knallt sicherlich rüber. Ich habe ja gerade das Bedürfnis gehabt, Elrond zu fragen, ob er mir zum Dienstantritt seine MK gibt, aber ich lasse es lieber. Ja, das ist eh, glaube ich, schon mega mad, dass wir in Kopfkleidung rumrennen. Ich gehe mal lieber jetzt echt weg hier. Bevor unsere Häuser gleich geradet werden. Ich hab nichts. Also ich werde mal hier Abstand nehmen von der ganzen Chose. Ja, ich gehe auch von den Autos weg. Weil hier wird was explodieren. Ey, das leckt mir hier auch echt zu viel, ganz ehrlich. Das leckt bei mir nicht, also das Sprechen leckt übelst. Also es leckt so noch nicht, aber das kommt auch noch gleich. Ja, gleich, wenn der Staub und alles, wenn die alle losfahren, dann sind die alle. Ja, wisst ihr aber überhaupt, was passiert? Es gibt ja hundertprozentig. Was ist denn los? Autos explodieren. Tanel. Und du hast dich immer noch nicht rasiert, Daniel. Guck mal auf der Map bitte, wie viele Cops rennen hier rum. Die habe ich gar nicht alle gesehen. Ich muss dir gleich noch ein Ticket ausstellen, wenn du so weitermachst. Das sind nicht alles Cops, oder? Nee, das sind nicht alles Cops. Guck mal auf der Karte. Achso, Sanitäter sind ja auch hier. Stimmt. Genau. Außerdem, wenn du reinzoomst, sind das übelst wenige. $2? Sind von oben übelst viel. Ja, $2. Wenn du reinzoomst, sind das weniger. Drei, weil du so unfreundlich bist. Oder einmal Popoli. Ja, Interpol. Interpol braucht das, der ist heute so schlecht gelaunt. Was ist los? Boss Popo-Liebe. Ja, Popo-Liebe. Von Daniel. Olaf, wie viel Health hast du? 75. Aber ist auch egal. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich sowieso. Wenn das ein illegaler Straßenrennen ist, ne? Das R-Code. Ja, komm. Versteht ihr das? Sehen die auch nicht da? Mob? Können Sie uns vielleicht unsere Diensteinteilung nennen? Welche Streife wir jetzt haben? Wisst ihr, ob Mob mit dem Heli unterwegs ist? Ich stehe hier oben am Berg. Ja. Also, ich war gemutet. Kann ich dann bei dir mitfliegen? Ja, klar. Ich würde mir das gerne aus der Luft angucken. Hast du vielleicht noch Platz frei, würde ich mich anschließen? Ja, natürlich. Wo ist denn hier auf dem Berg? Der Colt besoffen oder was macht der? Renn mir mal hier im Osten. Ja, ich bin daher. Ah, okay. Genau. Boah, Schnepp verschreibt mich, mach mich super als Rekrut. Im Taucheranzug kommst du hier. Oh Mann, ey. Junge, komm an, der RTF, so jetzt, komm. Halt, Neoprenischen, kommt die Schwimmringe. Ja, Mann. Ach du Scheiße, mein Typ ist jetzt schon total fertig. Ich kann dich ja niederschleppen und fesseln und hochschleppen. Gut, keinen Zwang an. Fesseln, abführen und ab geht's. Oh, nicht schlecht. Ey, unser Offroad steht noch. Da war unser Offroad, das macht den auch. Der fesselt jeder Leute, oder was? Nein. Der fesselt Leute. Wir würden keine Leute fesseln. Doch mal, ne? Wir sollen aufhören, Musik zu spielen. Zwar zählt nur unsere Kopfsirene. Das ist ebenso Musik. Normal nicht erlaubt. Ach, vielen Dank. Ehren ist jetzt im ich Auto. Bin da vorne über den Igel gestolpert. Ich guck das Elron nicht. Was Cops und Rebellen friedlich verhalten? Das hab ich verpasst. Mit wem stehst du denn da oben? Mit Leuten von FGP und PMC und. Ja. Okay.
Amir und Schwätzin. Nein, du hast Bock. Mario schickt auch immer die geilsten Nachrichten, ne? Hallo. Hallo. Sorry, ich habe gerade eine Message rausgehauen, die eigentlich für euch gar nicht abgesprochen war. Die Cops werden euch in dieser Zeit nicht angreifen. Ich hoffe, ihr haltet es einfach. Ja, wir haben vorhin schon dasselbe. Ja, natürlich. Okay, cool. Haben wir den Kollegen schon mitgeteilt. Wenn ihr irgendwo Straßensperren oder sowas macht, habe ich jetzt gerade alle angewiesen, dass keiner irgendwie euch irgendwie zwingt, jetzt abzurücken oder sonst irgendwie auf die übliche RP-Geschichte einzugehen. Sondern wie gesagt, bis 0.30 Uhr, 2 Uhr oder sowas. Läuft da einfach jetzt alles. Nee, wir machen nichts. Also. Keine Sorge. Gut. Hat mir die Kollegen aber schon gesagt. Ich hatte Gewissen, als ich die Message rausgehauen habe und mit euch noch kein Wort darüber gesprochen habe, deswegen. Ja, wir haben, für uns war das jetzt auch selbstverständlich, dass da jetzt nichts kommt. Das ist ein Event, serverweit und. Wäre nur dumm. Ja, absolut. Wir hatten auch Hoffi Bescheid gesagt, ich hatte gehofft, dass er das dann weitergibt, aber anscheinend hat er es ein bisschen verpasst. Ich habe das nur von dem Friendly mitgekriegt, dass ihr irgendwie involviert seid. Da bin ich eigentlich grundsätzlich davon ausgegangen, dass ihr freundlich jetzt der ganzen Geschichte gegenüber eingestellt seid. Und da habe ich halt die Cops auch geimpft, dass die euch irgendwie in Ruhe lassen sollen, wenn die da irgendwie auf euch treffen oder so. Und von daher denke ich mal, da bin ich guter Dinge, dass das Ganze locker über die Bühne gehen sollte. Ja, ja, das passt schon. Jo. Wünschen euch auf jeden Fall auch viel Spaß, ne? Ja, ich werde nicht mitfahren, ey. Das kannst du mir nicht an. Willst du nicht den Feuerball sehen? Ich werde ihn sehen, so aber ein nicht Feuerball. Drin stehen. Ist gut, gut. Ja, tschüss. Warum fährt ihr hier hoch? Oh, der Dacing bei mir. Ist Scar online? Ich will ihn festnehmen. Ja, Herkules, was urinieren Sie denn hier auf dem Boden? Auf meine Füße? Muss ich Ihnen erst ein Ticket ausstellen? Ich konnte nicht mehr. Ach, Ola. Ja, da muss ich Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen. Gleich knallt's. Alter, guck mal unten in der War Launch. So, wollen Sie das Ticket bezahlen? Oder wollen Sie ins Gefängnis? Scar. Da haben sich die ganzen Leute eingefunden. Okay, sehr gut. Die sind alle gemutet. Das nächste Mal urinieren Sie bitte auf die Schuhe von jemand anderem. Mein Kollege Interpol oder so. Die wurden alle in einem Channel, ne? Die wurden gerade gemutet. Die kriegen gerade ihre Ansagen, denke ich. Sollen wir da mal rein? Hab ich. Nee, brauchen wir nicht. Ja, sehr gut. Der Interpol, der merkt das gar nicht, weil seine Füße riechen eh immer nach Scheiße. Ich suche jetzt mal Scar, den verhafte ich jetzt mal. Mikrofon aktiviert. Wer ist denn Scar? Ein Admin? Nein. Hat Server Admin im TS? Ja. Mikrofon muted. Oh, ich hab Tibor gerade. Ich hoffe auch drauf, deswegen versuche ich mich von Autos fernzuhalten. Traut sie aber was. Folge dir Interpol. Komplett alles. Du machst ein Troller mit einem Quad, einer reicht. Das wird geil. Also, sobald einer mit einem Quad kommt, schießt ihn bitte gleich weg. Ja, das wäre echt episch. Das wäre super. Was geht denn da ab? Was ist denn los, Herr Ehren? Ehren hat mich gerade gefesselt. Eiskalt im Korb. Wieso denn das? Vielleicht will er dir ein Nuller-Ticket ausstellen? Wo bist du? Boah, es leckt zu sehr für RP, ganz ehrlich. Es leckt viel zu sehr für RP. Lass schnell abbauen. Wer war denn hier oben? Er hat mich festgenommen, weil ich gesagt, wenn er Fenster spiele will, also dann nach dem Rennen nochmal zu mir kommen. Und hat er dich freigelassen? Fortfahren. Ja, ja. Einfach okay. So, er hat mich kurz verknackt und dann wieder freigelassen. Okay, Langeweile. Ja, anscheinend schön. Und wann soll es losgehen, wisst ihr das? Ich hoffe jetzt, weil die Autos fahren ja plötzlich alle los. Ja. Ich will dann kurz zu unserem Auto rüber. Dann gehe ich mal an unseren Streifenwagen. Ich glaube, sollen sich jetzt langsam aufstellen. Ich höre einen Quad. Nicht gut sein. Quad-Limo. Das war knapp. Ich gehe mal zu unserem Streifenwagen hier. Nee, ich stelle mich hier ganz weit weg, irgendwo auf die Wiese. Hier. Nein, hier am Streifenwagen. Oh, einer ist schon tot da vorne. Nee, doch nicht. Er ist... Oh, 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 oh.
Ist was auch klar. Boah, ein großer Feuerball, Junge! BAM! Alter, die irgendwie ist. Das hat sich schon gelohnt, auf jeden Fall. Das haben wir gemacht. Olaf, ich hoffe, du nimmst ja, mich auf. Ja, ich stand direkt neben der Explosion. Alter. Was ist denn mit unserem Offroader hier? Keine Ahnung, ob der es ganz. Ich hoffe, hast du gut gefragt. Gut, dass ich den so weit weg so, komplett Alter, ganz. Alter, jetzt die Wettings. Ja. Ist das schlecht. Wir haben eine Explosion legen. Druckverband habe ich gemacht. Ich habe leider auch eine schlechte. Okay, das geht auch wieder in die Butze da unten. Das sehe ich doch jetzt schon. In die Mittellandschaft geraten. Noch am besten Popcorn. Aber keine Angst, ich habe Prothesen dabei. Ich glaube, ich hole mal ein Bier. Colt ist auch angeschlagen. Und ein ADAC ist gerade gestorben vom Feuer. Bitte denn Ding. Bitte vom Feuer wegbleiben, das wäre sehr nett. Ich will meine Arbeit hier erleichtern. Könnten Sie mir vielleicht eine Enteilung oder so geben? Weil ich habe gerade nur 14 Mikrofon muted. Eine Enteilung. Merkt ihr das? Dani! Mikrofon muted. Wir machen jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung, Sie schaffen das. Pass auf, gibt's die nächste Explosion. Ja genau, zum Start, komm. Oh, die stellen sich wieder auf. Mein Gott. Wir rennen mal zu unserem Auto. Wahnsinn, hier sterben die Leute wie die Fliegen heute. Dankeschön, dankeschön. Gut, gucken Sie, der Start, damit Sie schon vielleicht welche nehmen. Mir üble Verbrennungen zugezogen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach hier permanent hier bleiben und werde jetzt nichts mehr anderes tun. Ich glaube, die Leute haben hier heute eine sehr hohe Schwierigkeitsgrade. BW. Das ist der Lieb von uns. Vielen Dank, ist der Meinung. Überhaupt kein Problem, das bin ich da. Dann schrauben Sie mal eine neue Pizza. Mit Algenextrakt. Oh, scheiße, sind die Scheiße hier scharf. Meine Güte. Ich würde jetzt am liebsten nochmal in den. Ins Haus reingehen und wir Medikit kaufen, aber ich riskiere es lieber nicht. Dankeschön, dankeschön. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Gott, wo landet der jetzt? Der wird doch auch wieder explodieren. Neben uns im Auto. Ich hab grad zu T-Bone geschrieben, hat wohl nicht geklappt mit Fernhalten. Mit was? Mit Fernhalten. Er hat doch gesagt, er stellt sich nicht an die Strecke, weil er stirbt. Er. Bleibt hinten stehen, da landet der Orca auf ihm. Das war zu geil. Das dann kommt noch einer Angus aus, der könnte doch alles kaputt machen. Ja. Der fährt zu langsam, schaut er. Oh, es geht los! Es geht los! Und T-Bock geht in Deckung! D-Sync! Feuerball, Junge! Feuerball! Guckt in der Kurve, guckt in der Kurve, guckt in der Kurve! Das könnte tatsächlich langweilig ausgehen. Die erste Fähre. Wieso bin ich denn? Oh, toll! Erste Explosion, sehr gut! Oh shit! Die ersten drei, oder? Ja, die ersten drei. Ich glaube, jetzt gibt's die von den Kopf und die verholt werden. Das, wer fährt denn da mit dem Hemd hinterher? Auf der Schieb. Das sah ja mal richtig geil aus. Eine Ordnung.
Komm, wir müssen hinterher, Jungs, wir müssen hinterher. Ja. Aber bitte jemand, der vorsichtig fährt. Interpol. Davon hat es nächsten Tag gegeben. Ja? Da vorne Qualm drin und dann ist der nächste weg. Wie geil! Wie sie alle langsam fahren da vorne. Todeskurve. Ich freue mich so auf die Todeskurve, oder? Ich sehe auch keine Explosion. Doch, da ist eine Explosion. Das Problem ist, wir kommen nicht vor der Kurve Todeskurve an. Die wollen wir auch gar nicht. Wir fahren zu daher und gucken einfach, was alles kaputt gegangen ist. Genau, wir machen. Oh, der hat sich eine Fahrt. Ja, wir sind die ersten schon wieder raus hier. Oh, hier fahren wir jetzt eine schöne Dreiergruppe. Die sind auf dem Berg, ne? Ah, ne, die machen ja. Hey, was haben die da drüben gemacht? Super. Lol. Was ist mit dem? Mit fahr bitte vorsichtig, ich will nicht sterben. Was ist da vorne passiert? Ja, ich denke, hier hat's geknallt. Wir haben keinen Repair-Kit, ich will es nur noch mal sagen. Oh, sag mal zu dem Kopf, wir hätten alles im Griff, wir können weiterfahren. Dumm gelaufen, naja, was soll ich. Dumm gelaufen, von hinten. Ja, ich weiß. Elrond ist voll dabei hier. Wer ist denn Elrond? Fährt der da vorne, oder was? Ja. Elrond macht mit? Ja, ja, klar. Der macht bei jedem Zeug mit eigentlich. Wo ist denn der gerade? Der ist Zweiter. Wer ist ein Erster? Zweiter. Ach da, stimmt. Ein Söldner-Typ. Der dritte ist ADAC. Wow. Wieso ist hier kein Rauch in der Todeskurve? AFSK. Ja. Wow. ADAC. Auch nur Sirene. Bis wohin geht's? Erster ist SK. DP24. SK ist Erster. Die Reifen. Jetzt ist. Naja, wer ist Erster? Söldner, Biocore. Schießen auch auf die Reifen. Ja. Ach du Scheiße, das ist ja komplett über die ganze Map. Ja. Ja. Boah, bei uns gewittert es gerade. Ein Timelimit durch den Checkpoint machen und ab einer gewissen Zeit schließt sich der Checkpoint. Oh Gott, das wäre richtig geil. Sollen wir noch einen oben drauflegen? Wir schenken dem Gewinner irgendwas von uns? Nee. Nein. Das hat vorher organisiert, wir müssen die auch die Preise machen. Genau. Elrond ist immer noch Zweiter, ne? Ja. Gucken, wo die alle gerade sind. Oh, die sind ja schon zu weit, ey. Die sind schon beim Flughafen. Ja. Häng zurück! Der explodiert gar keiner mehr, ist ja langweilig. Mit oder was? Okay. Nö, von uns keiner. Ne, wir fahren nur hinterher. Und gucken uns die ganzen Unfälle mit. Fast wäre mal zu einem gewonnen. Ich hab's im Griff. Oh, der aber irgendwie passiert hier nichts. Wer steht denn da links? Da stehen zwei Leute. Der ist gerade da hingefahren, der Gründer. Hey, was macht der an der Laterne da? Er hat wahrscheinlich jetzt irgendwo gegen gefahren. Rausgeschossen bestimmt, ja. Oh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Boah, ich geb hier auch Vollgas und mir passiert nichts. Oh nein, Elrond ist falsch abgebogen, oder? Ich hätte gewonnen. Ja, ich glaub schon. Oh nein. Er hätte hier runterfahren müssen, ne? Richtung Pyrgos musste. Nee, Elrond fährt richtig. Oh, peinlich, der andere ist falsch abgebogen. Ja. Die müssen nach Pyrgos, dann Richtung Chopshop und dann halt die in die Straße weiter. Scheiße, der hat seinen ersten Platz versammelt. Ja. Aber hardcore. Weil jetzt der Söldner? Oh. Ja, voll okay. War. Richtig so. Wenn wir vorbeikommen, schießt man auf den. Der wird sich jetzt wahrscheinlich ärgern. Ich glaube, ihn kann keiner mehr. Skala, einholen, was ist Zeit? Nee, Elrond kann man nicht mehr einholen. Wobei, wenn er einen Unfall baut, hinter Elrond ist ja ein Geländewagen. Alles möglich. Oh, ich muss mal was essen. In was fährt ein Elrond? In einer Limousine. Ach, eine SUV. Wagemutig, aber. Boah, wir sind jetzt erst am Flughafen, aber da vorne ist was auf der Straße. Achtung, wir werden überholt. Ja, das war eine Sportlimo. Ich dachte, die darf man nicht nehmen. Nee, macht das fährt ja auch nicht beim Rennen mit. Ja, scheiße. Jetzt war er noch ein Zweiter mit? Ja, scheiße. Das hat ich grad voll geil. Achtung, wir werden überholt von rechts. Bei Elrond sitzen noch ein paar Leute mit. Ja, das Alter, der desinkte voll auf unsere Spur. Das bei mir. Team Elrond ist das, da sitzen gleich mehrere Leute drin. Achso. Falls irgendwie es so ein Medic, hier muss was passiert sein. Elrond bleibt als Fahrer und der Rest repariert. Egal, ich zieh voll in der Kurve durch. Nee, bitte nicht. Na, was wahnsinnig, wenn der Dings da muss das. Wow! Zieh durch, los!
Das ist auch geil. Jetzt boom, während wir vorbeifahren. Oh! Aber jetzt musst du doch zum... Ach du Scheiße, geht der SUV hoch? Welcher SUV von wem? Ach du Scheiße. Von wem denn? Was passiert? Von Elrond, der ist voll in die Kurve in ein Haus reingedonnert. Nee, ist er explodiert? Nein. Nee, auf geht's! Echt jetzt? Oh, jetzt wurde er gerade überholt. Oh, sag mal im Sidechat, Chef Elrond, du schaffst das. Wer ist das? RFA. Ja. Na, ärgerlich. Der konnte sich wahrscheinlich gerade nicht einigen, ne? Kein Söldner. Ja, jetzt fällt er falsch. Kein AIF. Aber ein RFA-Mongo, der auf uns geschossen hat. Das ist nicht der Typ, der auf uns geschossen hat. Noch sowieso oder so. Was da? Elrond sieht man gar nicht. Ach doch, da kommt er. Ja. Drück Elrond die Daumen. Aber hast gesehen, er konnte sich wirklich gerade nicht entscheiden, links oder rechts. Merk mal, dass er nie im Büro so nett ist. Bei ihm ohne Minimap, Alter. Ich bin vielleicht mutig. Soll ich dich dann ein bisschen leiten, wie wir jetzt weiterfahren? Wow. Ja, weil Elrond hat doch schon seine Leittiere bei sich, warum? Am besten du fährst den nächsten Weg links und dann den Weg immer geradeaus, bis ich Stopp sage, okay? Das ist der kürzeste Weg. Natürlich sehr geil, wenn dir irgendwelche Semex beim Rennen entgegenkommen. Der Farm ist hier vorne gerade. Links. Ich will einfach mal ein Semex, der die Straße blockiert. Die gerade, voll rein. Ja, bei DP22 ist der erste jetzt hier. Der erste was? Der erste. Jetzt direkt ja, wieder jetzt rechts oder? Ja, du hättest anders fahren können, aber jetzt hier rechts und dann immer geradeaus, bis ich Stopp sage. Elrond schafft es nicht mehr. No. Na, er kommt eben als Zweiter. Doch nicht schlecht. Da ist das SLT-Mad. Olaf, ich muss mich gerade daran erinnern, wie wir den E-Foot vorhin auseinandergenommen haben. Gut auf. Ja. Das war auch schön. Sehen gar nicht. Der war gerade dort hinten auf der Brücke. Na, guck mal, da kommt er. Deswegen will ich dafür, dass die Oberen jetzt ist er auf der Brücke, guck mal. Ah ja, oh ja. Der holt verdammt auf, ne? Ja, Elrond ist gut. Hier kommt so eine blöde Straße, die danach den holt er noch locker ein. Versuchen geradeaus übers Feld zu fahren, dann kommst du wieder auf die Hauptstraße. Ja, knapp. Also aber das geht nur bis 22 oder wohin? 24. Ja, hier jetzt versuchen geradeaus, da siehst du die Hauptstraße schon. Das ist der kürzeste Weg. Na, schade, es bleibt nur noch die Gerade. Hier links. Auto von rechts, wir werden sterben. Wir gerade mitten Alter. Oh shit! Pass auf, fahr da nicht hin, Was habt ihr gemacht? Kann ich mehr. Polizei war rechts oder so. Oh, geil. Oh, der hat das Rennen gewonnen, ne? Ja, der hat das Rennen gewonnen. Wer denn? Der RFA-Typ? RFA Nockrox oder so. Okay, wie geil, ey. Ist jetzt wegen Auto von rechts. Boom. Da kommt Elrond als Zweiter. Einer hat uns sogar noch gestriffen. Ja. Wo ist denn der ganze Rest? Da fliegen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, das war der lila Wagen, der vorhin schon geflippt ist. Das ist geil, weil sowieso am Anfang die Todeskurve, wo der Offroad erstmal eine Drehung in der Luft gemacht hat. Und nach hinten aufkommt, explodiert und den anderen Wagen mitreißt. Das war so göttlich. Die hatten hier einen starken Vorsprung. Ja. Wer ist da das? Kommen die. Ah, der dritte ja? ist Philipp Blücher. Und dann wieder ein Bulle. Officer Slash. Ja. Vielleicht war vorhin noch eine Platzierung. Und noch ein Bulle. Slash war vorhin noch vor uns. Als Fünfter. 10 Meter oder so. Oha, der flippt. Nee. Hört ich sagen, oh Mann. Da ist aber auch einer reingefahren hier.
Bertie sagen, der war doch gerade auch noch vor uns. Ja, der ist direkt vor uns, pass auf. Und jetzt pass auf, da ist ein Auto. Ihr seid auch weit vorne. Echt jetzt? Hey, wir fahren gar nicht mit. Wir sind irgendwann mit. Wir sind irgendwann einfach mitgefahren, ein bisschen zu gucken. Ihr seid, glaube ich, die Sechsten. Ja, wir sind die anderen sind alle explodiert, wir sind einfach nur hinterhergefahren. Wir gehören nicht zum Rennen. Habt ihr das von eurer Perspektive aufgenommen? Ja. Gut, ich habe das von der Vogelperspektive aufgenommen. Ja komm, den Kopf holen wir noch. Oh, ja, den schafft er auf. Go, go. Ja, ich hab Angst. Wo ist Interpol? Der Verhalten wurde Knobel gebannt. Hier ist noch eine lange Gerade und das ist jetzt die letzte lange Gerade, entweder hier oder nie. Was ADAC Verhalten oder was? Was fährst du gegen den Baum? Er wollte uns abdrehen. Ja, der fährt doch einfach rein. Genau, fährt einfach rein. Bist du bescheuert. Wieso? Wir haben alle Kopfkleidung an, die setze ich jetzt nicht aufs Spiel. Ja, stimmt. Jetzt einfach übers Feld. Ich überhole ihn jetzt übers Feld. Nein, da bist du langsamer, fahr jetzt, du schaffst das. Du schaffst das, noch einmal Zeit. Vor. Einfach komm, recht, du schaffst den, das. Ihr habt den gleich, komm. Ja. Oh, Mütter. Ja, ich kann dran. Trottel. Sehr schön. Und jetzt nur noch halten. Leichte Rechtskurve vorne, dann hast du es geschafft. Also einfach der Straße folgen, einfach der Straße. Gleich knallt er gegen Baum. Soll ich euch schon ablassen? Oha. Komm, wir landen mal. Oh, Alter. Foto fertig. Ins Ziel. Fünfter, echt jetzt? Ja. Ich bin mitgefahren. Ich klinge mich mal aus, ja? Jo, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Warten, ne? Was? Morgen um 7. Ja. Was denn? Morgen Abend um 7.